Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus ist das Licht in deinem Leben und sein Licht leuchtet in jedes dunkle Tal deines Lebens. Sei dir gewiss, es gibt auch Hilfe für dich. Ja, Hoffnung um 12, es gibt Hilfe für dich. Wir wollen dich ermutigen. Mach aus deinem Hügel keine Berge. Und lass uns einfach dein Gebetsanliegen wissen, wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Mach aus deinen Hügeln keine Berge. Was meine ich damit? Es ist doch so oft so, dass man so eine Kleinigkeit hat und die redet man groß, gerade so im Geburtstagskränzchen, Kaffeekränzchen, Stammtisch oder was auch immer. Ja, die Kleinigkeit, man redet sie groß. Aber sei dir sicher, du bist dann der, der wirklich den Hügel zum Berg gemacht hat, weil was wir sagen, sprechen wir in Existenz. Und dann sagst du, ja, der Berg ist doch da, ja. Er wäre wahrscheinlich noch ein Hügel, hättest du ihn nicht zum Berg gemacht. Und drum möchte ich dich heute daran erinnern. Mach nicht kleine Dinge, kleine Probleme, mach sie nicht groß, sondern lass sie in dieser Größe und bring sie Gott und Gott erhört Gebet. Und die großen Berge, da heißt es in der Bibel, habe Glaube wie ein Senfkorn und du kannst Berge versetzen. So wie du Berge groß machen kannst, kannst du auch Berge hinweg transportieren im Glauben. Und ich danke dir, Herr, für jeden, der das begreift. Und lass solche Menschen da unter den Zuschauern sein, die wirklich Berge versetzen, weil sie daran glauben und nicht die Berge sich vergrößern, um irgendwo, Herr, als der größere Chaot dazustehen, als der größere dazustehen, die größere Not. Nein, Herr, danke. Lass uns wirklich Bergeversetzer sein. Amen. Amen. Immer wieder schreiben Menschen, die Prüfungen vor sich haben, um Gebet. Wie auch diese Person. Ich habe folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte, dass ich die bevorstehenden Prüfungen meistern kann und mir das Herz etwas leichter wird. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die da vor großen Prüfungen steht und wo so schwer ums Herz ist. Und ich danke dir, dass du ihr ganz nahe bist, dass du ihr hilfst mit Weisheit, mit Erkenntnis und mit all dem, was sie braucht für ihre Prüfungen. Und ich danke dir, dass du aber auch mit jeder anderen Person bist, die gerade vor Prüfungen steht. Danke, dass du jedem die Weisheit gibst dafür, die Erkenntnis dafür. Und ich danke dir, dass du auch die Ruhe dazu schenkst und den Frieden dazu schenkst. Und auch jegliche Angst binden wir im Namen Jesus, dass jede Angst, jede Prüfungsangst verschwindet. Und dass wirklich ein klarer Kopf sein kann. Danke, Jesus. Du bist der Herr über jede Person, die in Prüfungen steckt oder vor Prüfungen steht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Die Firma meines 29-jährigen Sohnes schließt Ende August wegen der Krise. Bitte betet für eine neue Arbeitsstelle. Danke. Und danke auch für Hoffnung um 12. Es tut so gut. Gott segne euch. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst, diesen Sohn, der jetzt dann ja arbeitslos wird. Danke, Jesus, dass du auch für ihn einen Platz hast. Er ist dein Kind und ich danke dir, dass du für ihn eine neue Stelle hast. So wie du es schon vielfach bewiesen hast, dass du für deine Kinder einen Platz hast und eine Arbeitsstelle. So auch bei diesem jungen Mann, danke Jesus, dass du für ihn einen Arbeitsplatz hast. Danke Jesus, dass du Türen auftust, wo er keine sieht und wo du wirklich eingreifst. Danke Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Ihr lieben Geschwister in Karlsruhe, einen herzlichen Dank für alle eure Gebete und Zeitschriften. Heute habe ich ein Anliegen. Bitte betet um Heilung für meinen Vater. Er ist schwer die Haustreppe gestürzt. Der Notarzt musste kommen und er ist jetzt auf der Intensivstation. Nach ersten Erkenntnissen
hat mein Vater 2 Frakturen im Becken und eine Art Schädelhirntrauma erlitten. Zudem scheint seine Halswirbelsäule verletzt. Ihr Lieben, wir machen uns alle Sorgen, dass es nichts Schlimmes wird. Operative Eingriffe werden vorerst noch überlegt, ob und welche. Ja, auch für das wollen wir jetzt gerade beten. Danke, Herr, dass du jetzt mit diesem Vater bist. Und danke, Herr, schenke auch den Ärzten Weisheit, mit umzugehen. Und danke, Herr, dass du wirklich der Heiler bist. Und Herr, dass du auch der bist, der Weisheit schenkt. Und danke, Herr. Herr, danke, Herr, durchströme du diesen ganzen Körper dieses Vaters, Herr, mit deinem heilenden Blut, mit deiner Kraft, mit deiner Fülle. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wir in jeder Lage zu dir kommen dürfen. Amen. Amen. Und eine Mutter hat folgendes Gebetsanliegen. Liebe Geschwister im Herrn, bitte betet für meinen Sohn, dass der Herr ihm eine rundum Befreiung und Heilung schenkt an Körper, Geist und Seele. Herzlichen Dank. Ja, ich glaube, das sagen noch viele, ja, meine Kinder auch und der und jener auch. Und dafür wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Herr, für so rundum Befreiung. Herr, lass diese Menschen doch erkennen, Herr, in welchem Gefängnis sie leben und wie das möglich ist, da rauszukommen. Herr, es ist nur möglich bei dir. Und Herr, du bist die Quelle des Lebens und Herr, lass sie die Quelle erkennen. Herr, lass sie auch den Mut haben, Herr, frei zu werden, dass sie loslassen, Herr, an Geist, Seele und Leib, Herr. Ich danke dir dafür, für jeden, der Veränderung möchte und Herr, sich dazu auch entschließt. Herr, du bist immer bereit zu befreien und Herr, du befreist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe. Und per WhatsApp kam dieses Zeugnis. Hallo ihr Lieben, schön, dass es euch gibt. Am Montag hatte ich die Untersuchung im CT und heute wurde der Bericht zum Hausarzt gefaxt. Dort erfuhr ich, dass nichts Böses in meinem Bauch zu sehen ist. Ich bin jubelnd aus der Praxis gegangen. Gebet ist so gut und wertvoll. Danke Jesus und euren Gebeten. Und da freuen wir uns mit. Ein Mann schreibt uns, ich habe kürzlich um einen guten Verkauf unseres Hauses an gute Käufer zu einem guten Preis gebeten. Es wurde erhört. Letzten Samstag waren wir beim Notar zur Vertragsunterzeichnung. Danke Gott und danke euch. Und auch diese Frau hat Gottes Eingreifen erfahren. Ich habe sie gebeten, für meinen Kropfprobleme zu beten. Nun darf ich Ihnen mitteilen, dass alles gut ist. Vielen Dank für Ihre Gebete. Das ist wieder so eine tolle Vielfalt von verschiedenen Dingen. Oh Gott, Gebet hört und auch erhört. Hat er bei dir auch schon ein Gebet erhört? Nenn es uns auf WhatsApp. Die Nummer ist eingeblendet. Kannst du gerne deine Gebetserhörung uns mitteilen. Und jetzt wieder der Tipp des Tages. Ich denke, am Anfang sind dir die Berge sehr bewusst geworden. Du hast bestimmt auch einen Berg. Sagst vielleicht, ja, ein ganzes Gebirge. Nimm mal einen Berg. Nimm mal dir einen Berg vor und sage, ja, Herr, im Glauben will ich ihn beseitigen. Habe ein Glauben wie ein Senfkorn und sage wirklich, dieser Berg muss weichen. Gott hilft mir dabei. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wenn du unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, mach es jetzt. Du wirst immer kostenlos informiert, wenn es etwas Neues gibt. Und wieder am Sonntag um 10 Uhr ist Gottesdienst mit Livestream und YouTube. Sei einfach mit dabei und erlebe den lebendigen Gott. Und wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende und freuen uns, bis du wieder dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Alles Gute auch von mir, Gottes Segen.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.